Yeah, neben mir steht Holger Kreimeier. Hallo Holger. Hallo Paddy. Du hast mir ein Obdach gegeben sozusagen. Du hast mir nämlich ein Format angeboten. Was hat's denn damit auf sich? Ja, du bist ein großer Retro-Fan bekanntermaßen, hast ja mit dem lieben Henning das Retro-TV jahrelang gemacht und das fehlt uns noch im Programm, dass ich da gedacht habe, mal so eine Sendung zu machen über die guten alten Dinge. Ich habe den Sendeschluss früher gemacht, das war immer so ein Format, wo ich alte Fernsehsendungen besprochen habe und das weiten wir noch ein bisschen aus. Jetzt geht es auch um alte Games und alte Zeitschriften und solche Dinge. Ja, also mega, mega cool und das, was wir euch jetzt zeigen, das ist quasi ein Teil, ein kleiner Teil des ganzen Formates, das heißt nämlich Paddys Retro-Kosmos auf massengeschmack.tv und ich habe einen ziemlich genialen Retro-Sammler, also einen Computer- und Konsolensammler besucht und das möchte ich euch jetzt mal zeigen als Teil von eben dem genannten Paddys Retro-Kosmos. Hinter dieser unscheinbaren Tür, da befinden sich die Büros von Frank Erstling. Frank ist nicht nur der Herausgeber eines hochwertigen Retro-Magazins namens Return, sondern auch ein leidenschaftlicher Sammler von alten Konsolen und Computern und damit trifft er bei mir natürlich einen Nerv. Und da steht er doch schon, Frank Erstling, hier im Retro-Computer- und Konsolenhimmel sozusagen. Es ist ja unglaublich, welche Sachen du alle hast. Hallo Frank. Hallo lieber Paddy. Du bist ja nicht nur der Herausgeber eines wunderbaren Retro-Magazins namens Return. Nein, du bist auch, wie wir gerade schon erwähnt haben, Jäger und Sammler sozusagen. Also hier gibt es einige Sachen, gerade hier jetzt, die mir natürlich ganz besonders gefallen. Ich habe hier hinter mir ein sehr besonderes Gerät, an dem ich sehr hänge. Das ist der SX64, der tragbare C64 in einem sehr, sehr guten Zustand mit einer sehr niedrigen Seriennummer. Auch auf das achten die Sammler noch. Und da freue ich mich halt sehr drüber. Aber ansonsten stehen hier halt einige Schmuckstücke für mich, die mir doch sehr am Herz hängen. Ja, und was sind denn die Computer, die du hattest als Kind, als du noch klein warst? Angefangen habe ich mit Computern wohlgemerkt, mit dem TI-99-4A. Das ist von Texas Instruments ein Computer, den man hier nicht so kannte. Da war ich eigentlich auch ein bisschen alleine auf weiter Flur bei meinen Freunden früher. Darum folgte bei mir natürlich relativ schnell der C64. Und den hatte ich sehr, sehr lange, tatsächlich so lange, bis dann bei mir der erste PC ins Haus kam. Also ich glaube fast 10 Jahre. Aber wenn wir gerade darüber sprechen, da gibt's ja eine gigantische Szene und es kommen ja immer noch Spiele dafür heraus. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Es ist wirklich eine Menge los da gerade. Genau, du hast vorhin erwähnt, dass ich das Magazin herausgebe. Das Magazin lebt halt davon, dass diese Szene rund um die alten Computer und Spielekonsolen überhaupt nicht tot ist. Also das heißt, es gibt heutzutage immer noch Menschen, die sich wirklich die Mühe machen, für den C64 ganz neue Spiele rauszubringen. Und das sind wirklich super tolle Spiele. Darüber berichten wir im Magazin. Und das macht halt auch Spaß, warum man diese Computer heute auch noch benutzt. Die stehen also nicht nur hier in den Regalen. Ein neues Spiel für den C64 möchte ich ganz besonders hervorheben, und zwar das geniale und richtig umfangreiche Jump'n'Run Sam's Journey. Das stammt von Chester Kolschen, Stefan Gutsch und Alex Ney. Was die hier auf die Beine gestellt haben, gehört zum Besten, was jemals auf dem sogenannten Brotkasten programmiert wurde. Ja, und das heißt, du hast irgendwann dann auch angefangen, Computer und Konsolen dir zu kaufen, die du gar nicht hattest als Kind oder als Jugendlicher. Gibt's da denn so ein Schmuckstück, irgendein Computer, wo du sagst, oh Mensch, den hätte ich doch gerne auch als Kind mal gehabt? Naja gut, als Kinder geht man natürlich da ein bisschen anders ran und will immer alles haben, was man irgendwo sieht. Es gibt natürlich ein paar tolle Computer, also C64 und TI-99 waren halt meine Einstiegscomputer. Es gab allerdings auch Computer, die weit, weit vorher waren. Da gab es zum Beispiel auch Apple-Computer. Viele meinen ja, Apple heute nur mit Handys in Verbindung zu bringen. Aber Apple hat damals auch schon Heimcomputer rausgebracht, 1977 der Apple II. Wir haben von Atari den Atari 400, der mich sehr an eine Konsole aus Star Trek erinnert, von der Optik her. Also man hat damals auch so Designspielchen gemacht mit den Optiken dieser Spiele, dieser Heimcomputer und Spielekonsolen. Naja gut, und natürlich die ganze Amiga-Reihe, die ist natürlich der Nachfolger des Commodore 64, die ich damals als Kind nicht haben durfte, weil die halt so teuer waren. Und naja gut, davon habe ich jetzt auch einige.
Jeder kennt ja von Nintendo den Game Boy, klar, mit Tetris und so weiter. Aber Atari hatte auch schon einen Handheld auf den Markt gebracht, nämlich die Atari Lynx. Frank, was hat's denn damit auf sich? Die soll ja, wie man hört, eigentlich sogar hochwertiger gewesen sein als der Game Boy. Richtig. Ist gar nicht von Atari selber entwickelt worden, sondern das haben die eingekauft, das Teil. Hat einen Farbbildschirm, hat eine Hintergrundbeleuchtung, also alles, was der Game Boy damals gar nicht hatte. Das Ganze ging natürlich unheimlich zu Lasten der Batterie und das war auch so ein bisschen der ganz, ganz große Haken an dieser Sache. Hier kommen 6 Batterien rein, die halten, glaube ich, 2 Stunden und dann waren die leer. Das war also kein wirklich mobiles Gerät, weil die meisten hatten natürlich dann immer ein Netzteil dran und mussten in der Nähe von der Steckdose sein. Ja, und natürlich gab es kein Tetris, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Das war ja so, dass Leute wegen Tetris den Gameboy gekauft haben. Und das ist natürlich für den Hersteller toll, ne? Ja, das war natürlich das totale Glück von Nintendo, dass sie die Lizenz bekommen haben, dass sie also Tetris mitverkaufen durften. Und der Riesennachteil natürlich für dieses Gerät, also hier gab es, glaube ich, solche Blockbuster gar nicht bei. Es gab zwar ein paar gute Spiele, aber man hat jetzt wirklich keine Spiele, wo man sagen könnte, Mensch, das erinnert mich an den Lynx. Es waren halt auch viele Nachmacher dabei natürlich, ne? Die haben versucht, Sachen wie Pac-Man oder so hier dann wieder drauf laufen zu lassen. Und es war wirklich nichts Neues. Aha, Frank, das ist ja sowas wie eine kleine Werkstatt und das, was du da in der Hand hast, sind wahrscheinlich Displays von einem Gameboy. Genau, ganz genau. Wir reparieren solche Geräte und machen das immer mit mehreren Geräten gleichzeitig, dann ist es ein bisschen effektiver. Das Problem bei den Gameboys ist halt leider Gottes das Display, wenn das altert, dann hat das schon mal ein bisschen Probleme und naja gut, bei den Displays hier ist leider das Display jetzt irreparabel. Aus dem Grund können wir da jetzt nicht weitermachen, müssten Austausch-Displays kaufen. Das ist natürlich schade, deshalb liegt das jetzt alles hier rum. Also Frank, wenn ich mich hier umgucke, dann sehe ich sehr, sehr viel Geld stehen. Ne? Die ganzen Computer und die Konsolen, die sind natürlich nicht umsonst. Wie viel Geld hast du denn ungefähr ausgegeben in all den Jahren? Kann man das überhaupt sagen? Will man da überhaupt drüber nachdenken? Ja, also ich sammle so seit 15 Jahren und da sind schon eine kleine 5-stellige Eurosumme, ist da schon über den Tisch gegangen. Aber für mich gibt's da ja auch einen Gegenwert für. Allerdings ist das für wirkliche Sammler jetzt keine große Summe. Also da gibt's Sammler, die schon eher in die 6-stelligen Eurosummen rutschen. Die haben aber dann auch nochmal tollere Geräte in den Regalen stehen. Ja, apropos, gibt's denn noch irgendetwas, was du unbedingt haben willst und was eventuell ja zu teuer ist, was du bis jetzt noch nicht eingekauft hast? Ja, natürlich. Also da gibt's noch so einiges, was ich mir gerne kaufen würde. Aber irgendwo hört man da auch mal mit auf, dass man sagt, das ist schon sehr unvernünftig. Es gäbe zum Beispiel in Richtung Computer den berühmten Altair. Das war einer der ersten Computer, der so noch vor Apple herauskam. Und das sind leider Geräte, die in sehr hohen 4-stelligen Eurosummen über den Tisch gehen. Und im Endeffekt stünde so etwas dann nachher nur noch im Regal rum. Und das ist dann doch ein bisschen unvernünftig. Jetzt hast du gerade den Altair angesprochen und das ist natürlich ein ziemlich kultiger Computer natürlich, weil man sagt, er hat Bill Gates zum Beispiel zum Computer geführt. Ja, das ist wirklich so. Also da gibt es ja einige Dokumentationen drüber und auch einige nette Spielfilme. Da wird das ja immer wieder gezeigt, dass Bill Gates halt mit dem Altair das Basic geschrieben hat und dass so im Endeffekt das DOS entstanden ist. So ist halt seine Karriere gestartet. Frank, vielen, vielen Dank. Es hat mir gigantischen Spaß gemacht, hier deine super tolle Computer- und Konsolensammlung anzugucken. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank, Frank. Ja, vielen Dank für das Interview.